Hallo. Hallihallo, hier sind wir wieder bei Amnesia The Dark. Ja. Sie sind. Ich spiele weiter. Hier ist die Nile. Und da ist der Thomas. Es geht weiter. Heute am Freitag. So. Bin ich gespannt. Also, geh da raus hier. Oh, nicht so schnell gegen Schleudertrauma. Oh mein Gott. So. Ja, welchen Raum waren wir jetzt? Da müssen wir raus. Hinten noch hin, ne? Bisschen raus. Auf der anderen Seite ist noch gar nichts, ne? Wir waren schon wohl. Ja? Ja. Ah, da drüben. Da waren wir schon. Okay. Das waren drei Folterräume. Ja, das will man nur noch die Angst andere. Überkam ihn erneut. Er griff nochmals nach der leeren Flasche Laudanum. In seiner Frustration warf er sie gegen den Bettpfosten. Genau. Das war ich, weil ich bin gerne im Bett. Oh Gott, langsam, wenn er kommt. Kommt noch keiner. Wie gehst du da nicht rein? Haben wir da schon waren wegen dem Brunnen da? Achso. Sind wir da über? Oh, da waren wir noch nicht, ja. Wir haben eine Notiz. Altarraum. Ah ja, da gehen wir jetzt hin. Okay. Gut. Los geht's. Oh Gott. Licht an. Was knurrt denn da die ganze Zeit so? Dein Magen? Nee. Oder deiner? Nein, ich hab grad gegessen. Ich auch, na also. Ich hab grad Chili con Carne gegessen. Wer? Ich? Okay. Agrippa beeinflusst Wire. Wire verspottet mich von der anderen Seite. Ich vertraute ihm den wahren Grund meiner Anstrengungen an und dennoch besteht er darauf, dass ich Agrippa freilasse. Wie ein aufgeklärter und mächtiger Mann so wenig Mitgefühl zeigen kann, widert mich an. Ich kann mich nicht von Agrippa trennen. Er ist schon seit Jahrhunderten meine einzige Verbindung zu den jenseitigen Welten. Vaya behauptet, er versuche sein Bestes, um mich aus meiner Verbannung zu befreien. Ich müsse ihm aber zuerst Agrippa geben, damit auch er helfen kann. Wenn er mir den Erfolg garantieren könnte, würde ich ihm gern diesen Gefallen tun. Aber ich kann mich unmöglich von ihm trennen, wenn mir meine Rückkehr verweigert wird. Ich weiß, wozu sie fähig sind. Ich habe ihren Schwindel gesehen. Optimismus ist ein hoffnungsloses Gefühl, aber ich darf ihn nicht verlieren. Ich muss seine Befreiung vorbereiten. Vaya sagte mir, dass ich Agrippa befreien könnte, ohne ihn zu töten, indem ich ihn ein Tonikum aus Lähmungsmittel, Lebensessenz und Tempter verabreichte. Wie auch immer. Die geizigen, die giftigen Pilze sollten eine lebende Wirkung haben. Dazu muss ich in die innere Drüse eines großen Exemplares finden. Der Altarraum scheint für diese Sorte fruchtbarer Boden zu sein. Dann könnte ich seinen Inhalt mit dem entsprechenden Werkzeug extrahieren. Die Lebensessenz könnte wie gewöhnlich aus dem Blut jedes beliebigen gequälten menschlichen Opfers gewonnen werden. Ich brauche nur eine große Menge, um es richtig zu destillieren. Ich muss daran denken, es bei der nächsten Folter zu gewinnen. Tempter oder Tampter hingegen dürfte etwas schwieriger sein. Ich glaube nicht, dass es in dieser Welt existiert. Schon alleine das Schreiben des Wortes mit diesen Buchstaben erscheint mir falsch. Ich glaube, es ist Bestandteil des Sekrets des wasserbewohnenden Kernk. Ich muss mit Wire darüber sprechen. Er muss mir einen Wirt zur Verfügung stellen. Auch eine gut präparierte Quelle sollte genug davon enthalten. Enthalten? Was kommt jetzt wieder? Mementos? Jetzt? Auf dem Notizzettel steht etwas von einer Mischung, die aus drei Ingredienzen hergestellt wird. Was müssen wir da also machen? Naja, schauen wir mal hier kurz. Da.
Lied was. Ah. Laudanum. Laudanum. So, geh wieder. Das würde du lesen. Bei Hofe wirft man sich im Orden des Schwarzen Adlers gegenseitig seine politischen Vorstellungen zu, während ich ruhig da sitze, absichtlich vergessen, ab und zu werde ich von einigen bemerkt und sie senken schweigend ihren Kopf, bis sie sich wieder den Diskussionen zuwenden. Sie alle wissen, ich bin der Alexander, der ihren Vätern und Großvätern half, diesen Orden zu gründen. Ich habe gesehen, wie sie die Plätze ihrer Väter eingenommen haben, und auch sie werden älter und dahin scheiden. Während ich derselbe bleibe, nicht durch die Zeit gealtert, sondern durch Qualen. Also, oh Gott, ich darf ja nicht so viel. Okay. Mach raus, Licht. Raus die Lampe. Okay, geh mal. Wann? Geht's dahin? Keine Ahnung. Altarraum. Da sind wir doch. Wie abscheulich, dachte er. Gute Männer können glücklich sein über ihre Abreise, denn sie sind nichts als eine Belastung für die Menschheit. Man wird sie nicht vermissen. Gott, ich hasse kirchliche Räume. Schön. Ui. Jetzt weißt du auch warum. Geh mal erstmal links und rechts, oder? Da rein oder da? Links. Da. Ja. Okay. Hm? 15th of August, 1839. The blood wards are failing. The shadow beckons, and its cry disarms my actions. Hurry, no time to spare. You have to kill another. Alexander produces a knife. He wants me to cut the flesh. Do it. Save yourself. He is a murderer, Daniel. He is evil. A cold-blooded killer. Hurry. Alexander, you must let me be. I have to concentrate. Paint the man, cut the lines, cut the flesh, watch the blood spill, let it come. Please, I didn't do anything. Paint the man, cut the lines, paint the man, cut the lines. Please, the man cries. Oh Gott. I did well. One life for another. You hear me, guardian of the orb? I did all this for you. Now, once more, withdraw your shadow from my domain. Scheiße. Ich habe gerade zugemacht, ne? Ja, vorhin. Ich weiß. Was ist jetzt? Keine Ahnung. Mach Licht an. Ist doch schon Licht. Sieht komisch aus. Sind wir nicht gesund oder so? Hallo? Was nicht? Ja, dann schau doch mal nach. Was hältst du denn davon? Geht nicht. Was ist hier los? Dann geh mal raus. Ja. So. Alexander, there isn't much time. I can feel it. We must act swiftly. I will do whatever it takes. Hm. Nur geträumt oder was? Hm. Okay, schauen wir mal. Ich sehe sie ganz anders aus jetzt, ne? Ja, nicht so verschwommen. Ja. Okay, da ist nichts mehr. Geh mal raus, ne? Ja. Da hängt er. Das ist scheiße. Hallo? Oh Gott, oh Gott. Da einen anderen Raum erst noch. Oh Schatz, das ist eklig. Hm. Who are you to
nachdem die Männer den Gefangenen gefesselt hatten, konnte das Ritual beginnen. Puh, mein Gott. Eine Büchse. Ist da was? Einmal vielleicht? Nein. Na dann. Oh. So. Gehen wir wieder. Andersrum, da lang. Da lang? Mhm. Altarraum, Haupthalle. Jetzt haben wir's. Du bist zu weit gegangen. Der Mann erstickte, denn er konnte zwischen den Peitschenhieben nicht mehr atmen. Verärgert fing er an, nach dem Damaskusrosenöl zu fragen. So, und das kenne ich. Hier darf man kein Fenster. Fenster. Was? Hier darf man kein Licht anmachen. Und sieht er dich. Und geduckt. Links oder rechts? Rechts. Rechts. Das kenne ich nämlich noch. Ist gut. Das sind auch die Monster-Tauben. Die hören dich nicht. Du musst immer leise sein. It is curiosity in league with your selfishness that is killing us both. Oh oh. Wo kommt der her? Versteck dich doch hinter dem Ding. Eine Nicht-Taube, sind blind. So rum war's. Genau. Huch, da ist was. Sind, die können mich nicht sehen. Weißt? Hm. Nur hören. Also man darf hier keinen Lärm machen. Ja. Also nicht durchs Gras gehen. Und so. Man soll die nicht begegnen. Direkt. Ich höre irgendwas. Davon war weiter. Ist er da? Nee. Du Scheiße. Weiter, weiter, weiter. Steck dich. Da in die Ecke. Wo ist der? Bleib da stehen jetzt. Wo ist der? Keine Ahnung. Hast du es gehört? Ja. Ich schau nicht hin. Ich hab jetzt gerade hinter mir. Du Scheiße. Oh Gott. Weißt du das? Mhm. Soll ich mal? Leise, bleib leise. Wo ist der? Keine Ahnung. Ich sehe nichts. Na los. Okay, er ist weg. Du musst überall gucken, ob wir das den Ding finden, ne? Die Kugel. Da ist ein Raum. Geh mal in die erste Reihe, ja. Da ist nix. Ist auch nix. Ich geh einfach die Mauer immer entlang, ja? Ja. Ist immer am sichersten, glaube ich. So. Okay, hier können wir wieder normal laufen. Oh, Alter. Meine Güte. The wheel is good for keeping your victim still during the procedure. They can be bound around the circumference or simply stretched across, tying limbs to the spokes and rim.
All tools are by this point useful, and you may administer the torture in any way you like. But the forte of the wheel is the gaps. When you have decided that the victim shall die, you can smash their limbs with a hammer, making them fold in between the frame. But they'll die. Too quickly, I mean. No, don't worry. The human body is much more resilient. They can survive for days until they finally succumb. Horror. Oh je. Geht jetzt wieder ab. Licht anmachen. So. Wer will? Du? Die Gliedmaßen des Mörders wurden an die Radspeichen gebunden. Sie drehten das Rad bewusst langsam, damit sich das Seil fest an sein Bein legte, bis die Knochen knackten. Er hatte nicht mehr die Kraft zum Schreien. Die beiden Männer nickten sich zu, nahmen einen Hammer und schlugen damit in einem letzten Akt der Gnade auf den Oberkörper des Opfers ein. Da unten ist eine Kugel. Schön. Wie lange jetzt schon? Ich hab keine Ahnung. 1, 2, 3, 3. Oh, fehlen wir zu 2, ne? Oder? Ja. Hab schon. Oh, gehen wir wieder. Ja. Nichts mehr da. Kann man das mitnehmen? Nein. Okay, doch. Gehen wir wieder. Ach, du meinst jetzt Inventar, meinst du? Hm. So. Ducken wir uns wieder. Oh Gott. So. Runter, geh runter. Bin ich doch. Also. Guck. Ist da was? Nein. Ist auch nix. Guck, ob er da irgendwo rumläuft. Ah, das hört man. Oh Gott, oh Gott. Nix. Jetzt, versteck dich. Oh Gott, oh Gott. Da. Da. Andere Richtung. Guck. Ja. Der läuft jetzt dahin, wo wir waren. Okay. Laufen wir hier weiter. Dann können wir in die Richtung ja gehen, woher kommen jetzt, oder? Ja. Läuft er uns sicher entgegen, doch. Oh Gott. Ich hab was gehört. Versteck dich. Ja, der geht wieder vorbei. Der sieht uns nicht. Hat es gehört? Sehr leise. Schau nicht hin. Oh mein Gott. Wenn er es jetzt hat. Oh mein Gott. Wie lange machen wir überhaupt? Hm? Wie lange machen wir das jetzt? Die alte. Wann haben wir angefangen? Nicht, dass es lang dauert. Ja, so lange ist noch nicht. 10 Minuten oder? Hm? 10 Minuten ist es jetzt vielleicht. Nee, schon länger. Den Altar machen wir noch fertig, oder? Hm? Altar machen wir noch fertig, oder? Ich weiß nicht. Wie lange wir schon haben. Ist er jetzt noch da? Ja, ne? Ich glaube, ich muss ihm entgegenkommen. Jetzt. Okay, jetzt gehen wir da weiter. Oh Gott, ist er verschwommen hier. Hier Bienen oder Mücken. Ja, ja. Frühteil. Oh Gott. Und in der Mitte ist nichts? Mhm.
weiß gar nichts. Lauf da weiter. Schnell weg. Gott, oh Gott, oh Gott. Weiter, weiter, weiter. Ist da was? Da geht's nicht weiter. Nee, geht, da geht's nicht weiter. Was ist das? Irgendein umgestürztes Dings da. Da hinten ist was. Giftiger Pilze, das ist doch, oder? Ja. Leerer Glasbehälter. Oder was? Nee. Nein. Muss ich noch machen? Schnur oder wie? Sollte einfach zu öffnen sein. Das da? Ah. Ah. Giftdrüse. Haben wir es doch schon. Gut. Gehen wir da rein. Das ist eine Kuh. Muh. Okay, dann machen wir es beim nächsten Mal weiter. Ja, genau. Ja. Also dann. Also, ade. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.